Und die Kutsche besteigen. Natürlich, machen wir. Sie stehlen das Schießpulver! Haltet sie! Haltet sie! Oh. Natürlich! Man schießt ja mit Gewehrpulver. Die Straße ist blockiert. Nach rechts. Man schießt natürlich. Wohin fahren wir denn? Zu den Docks. Fahr nach rechts. Links. Nach links. Das war knapp. Willst du die Züge? Ah, rechts. Rechts. Genau. Nochmal nach rechts. Nein, ich meine, man schießt natürlich mit Gewehren auf Schießpulver. Geradeaus. Nach links. Nein, das andere links. Nach rechts! Nein! Nach links! Nach links! Ja! Sag das doch! An der nächsten Kreuzung links! Nach links! Geht nicht! Und was jetzt? Ups. Mehr! Auf das Pferd! Los! Was? Spring! Oh. Nein, fall doch nicht! Hilfe! Das Lagerhaus brennt! Das war eigentlich irgendwie klar, oder? Komm nicht raus! Hilfe! Hilfe! Alert! On va mourir! Oh. Hilfe! Stirb doch einfach. So, eile dich. Wir sind jetzt in den Weinkeller gefahren, oder wie? Aber wie sind wir da hingekommen? Merci! 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 Ach so, wir sind da runtergeklettert, weil da Leute drin waren. Gut. Na, Ihre Aufmerksamkeit hätten wir. Schreckliche Weinverschwendung allerdings. Spanischer Wein taugt eh nur zum Bodenwischen. Jetzt holen wir Ulloa raus aus La Balise. Ich schlage ein... Rückzug zum Lagerhaus vor einem strategischen. Genug Aufregung für einen Tag, Gerald? Ja, schätze, das reicht mir fürs Erste. Vielen Dank. Das ist gut. Wuhu, volle Synchronisation. Irgendwie läuft das ziemlich gut, muss ich sagen. So. Jetzt gucken wir mal kurz nach unseren Schiffen. Oder auch nicht. Ah, Aveline. Um Ulloa rauszulocken, treffen wir die Spanier doch da, wo es weh tut. In der Flottille. Zwei Kriegsschiffe liegen im Hafen vor Anker. Wenn denen irgendwas zustoßen würde, Ulloa könnte es nicht ignorieren. Ich sehe mal, was ich machen kann. Natürlich gibt es da ja irgendwo bestimmt bei diesen Kriegsschiffen ein bisschen Schießpulver oder ja, komm, Schießpulver oder Pech. Das habe ich heute in Latein gelernt. Pech klebt und brennt. Das ist super, um Leute zu verbrennen. Naja. So, komm. 130. Perfekt. Waren gekauft. Zurück. So. Schiff entsenden auf. Was würde ich da kaufen? Da würde ich... Hä? Was würde ich da bekommen? Benötigt.
Ach so, da. Ja, komm, dann fahren wir einmal nach da. Denn ich möchte ja gucken, was ist denn Neues. Nein. Okay, kommt aus New Orleans. So. Möchte ich nämlich mal gucken, was es da gibt. Und jetzt würde ich sagen, die beiden Kriegsschiffe müssten dummerweise... Der Typ steht die ganze Zeit da, oder? Wie lange brauchen die denn hier für einen so eine Tür zum Streichen? Da. Ja, die beiden Kriegsschiffe müssten dann glauben. Und was habe ich noch gelernt? Ja. Früher wurde halt Pech benutzt. Pech und Schwefel. Richtig schöne Kombination. Und das haben sich halt die Amerikaner zum Vorbild genommen und haben daraus Napalm entwickelt. Napalm hat ja halt die hervorragende Eigenschaft, dass es super brennt. Und was Napalm so gefährlich macht, ist, dass es überall klebt und leichter als Wasser ist. Das bedeutet, man kann das einmal über so ein Schiff ausschütten, dann anzünden und das Schiff würde komplett verbrennen und alle Leute, die... Okay, das war komisch. Die sozusagen ins Wasser springen oder auf dem Wasser sind, verbrennen ebenfalls, weil sie dieses Napalm an sich kleben haben. Sobald sie auftauchen, entzündet sich das halt. Was auch noch giftig ist. Also es ist perfekt. Oh mein Gott. Kann ich eintauchen? Gut. Komm. Wir wollen doch mal sehen, ob sich da oben eine Truhe holen lässt. Wetten, die ist wieder unter mir. Oh mein Gott. Ja. Natürlich. So.